Was zum Teufel ist dir geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Hier bin ich tatsächlich mitten in der Sequenz für die Hauptquest gelandet, versehentlich. Ja. Genau, mal gucken. Also hier muss ich dann nach Blackbeard suchen. Dann machen wir das mal. Wobei ich jetzt, wenn ich hier bin, tatsächlich gerade noch dieses Animus-Fragment mitnehme. Das ist dann ja auch oder weniger um die Ecke. Grund weswegen, ich wollte tatsächlich auch zu diesem Animus-Fragment. Aber wäre dann beinahe voll auf diese Sandbank hier draufgefahren. Und als ich dann Bremsen gedrückt habe, ging dann halt Mission starten los. Segel setzen! Ja. Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Halb so wild. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Ansonsten habe ich tatsächlich klar. Erwarten Befehle, Captain! Jetzt ist endlich das Steuer hier los. Habe ich tatsächlich zwei Animus-Fragmente und eine Ruhe seit dem letzten Mal jetzt aus dem von kleinen Inseln genau geholt. Ja, großartig mir ist eigentlich nicht passiert. So, da ist auch noch ein bisschen Treibgut. Na, hopp. Na, hier stehe ich auf der falschen Seite, ist klar. Ja. So, ich mach schon auf. Nee, nicht pfeifen, öffnen. Ich sag mal, was ein Aufwand für drei Stoff. Ja, ansonsten habe ich die Schiffe von Canvas Lotte nochmal losgeschickt. Was aber ja generell auch nicht so spannend ist, sage ich jetzt mal. Wenn ich die da verteile. So, dann machen wir uns auf den Weg zur Mission. Captain im Ruder! Segel setzen! Bewegung! Dann gehen wir wenigstens auch mal mit der Hauptquest weiter. Segel klar zum Setzen! Ein bisschen manövrieren. Backbord, Captain! Dann schauen wir mal, was Backbord hier macht. Wasser, Captain! Ja, der kann jetzt ruhig mal hier liegen bleiben. Ich muss hier 2000 Meter hinter mich bringen. Oh, aber ich sehe gerade fast gar nichts. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Da sind zwei Schiffe. Da ist noch so ein Wrack, Captain. Das sieht nicht gut aus. Hi. Schön wachsam bleiben. So. Mann. Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und... Okay, jetzt mal noch mal kurz auf die Karte gucken. Ich muss tatsächlich in den roten Bereich auf jeden Fall. Ich könnte eigentlich auch gucken, ob ich hier eine Schnellreise machen kann. Das ist, glaube ich, einfacher. Ne, ich habe es mir fast gedacht. Geht im Moment tatsächlich nicht. Oh doch, hi. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das so, Beste jetzt müssen wir hier aber irgendwie so. Ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Staatsrettung, die nicht entdecken. Wir sind alles keine Regenten. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht. So, Sperrgebiet. Fänden wir das Observatorium, hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen. Dann würden wir
Über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt mir nicht. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Boah. Verdammte Axt, wie soll ich denn da durchkommen? Da hat uns einer entdeckt. Kommen wir auch nicht gleich wieder raus, sehr schön. Okay, dann gehen wir den mal suchen hier. Ist ja doch ein größerer Bereich. Irgendwo muss er hier schon sein. Die Frage ist halt wo. Und ich erkenne so wirklich fast mal gar nichts. Ich glaube, da könnte was sein. Das ist eine britische Fregatte. Topsegel raffen! Haltet kräftig dagegen! So. Gib mir etwas Fahrt! Setz Top, Rahmen und Maussegel! Einfach jetzt. Schiff kommt! Waffen raus! Fregatte! Verdammte Royal Navy! Diese wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Gib den Wind ab! Top! So. Da ist er. Ade, sieh da! Das ist sie, Captain. Die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Tetsch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! So, sehr schön. In die Wanden. Hauptsegel setzen. Reichen, ich programme die Segel. Alle Segel raffen! Sieht, Männer! Großsegel bergen! So. Das wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse die Jackdaw kreisen. Captain in der Salzlake. Oh, ich muss tatsächlich hier nehmen. Okay. Blackbird verteidigen, man, das kann ja schon wieder lustig werden. Ich brauche doch nur die Schäfte. Du bist in ein Wespennest getreten, Thatch. Im Dienste einer guten Sache. Medizin meinst du hoffentlich? Ei, eine Gallione! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein. Hat ich das Bücherlesen auch auf ein solches Gebimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Oh, nicht im geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Oh Gott! Nee, ich glaube, das geht schon auf die Runde. Bleib standhaft, Bonnet! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Okay. Also so war das nochmal. Die sind ja tatsächlich viel kräftiger als ich dachte. Ich glaube, ich hätte dich schon mal viel öfter einsetzen sollen. Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. So, Blackbird. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht! Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zu Jack, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl. Auf Segel setzen. Oh, jetzt und den Kurs auf das verdammte Schiff. In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin. Ja, das kann ja was werden.
kein Mörder. Verdammt. Halt auf sie zu, Kenway! Einfach. Schieß dahin, Sir! Da, Kevin! Eine Salve genau da rein! So. Bin ich doch tatsächlich. Die Gallione sinkt einfach. Ich sehe den versprochenen Teufel fern. Oh, ich hätte meinen Engel gezeigt, hätten sie sich ergeben. Doch jetzt so. Gibt es kein Zurück mehr. Okay. Danke. Aha. Sie sind geknackt, Männer! Schickt sie zur Hölle! Naja. Finde den Captain und beende es. Finde den Captain und beende es. Das kriegen wir hin. Gerade so ganz, das ist okay. Ja, genau. Also das mit dem Hoch ist ja schön gewesen, aber irgendwie, naja. So, das ist ja okay. So, jetzt müssen wir da wieder. Da haben wir ihn gefunden, dann war der da oben jetzt egal. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Riss Haifisch, Dreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston! Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Krempel. Sehr schön. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Treff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Sehr schön, Mission beendet. Überlebende retten. Okay. Wollte ich denn hier Überlebende retten können?
Muss mir entgangen sein. Mission auf jeden Fall erfolgreich. Ja, bin zwar jetzt versehentlich reingeschlittert, aber lief ja ganz gut. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.